Und damit moin moin und herzlich willkommen, ihr Weihnachtsschlappen, zu einer weiteren Folge vom Karrieremodus mit Borussia Mönchengladbach und mit eurem Weihnachtsschlappen bzw. Badeschlappen. Ja, die Sache ist die, jetzt passt mal ganz gut auf, ihr da draußen. Und zwar, wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen beide Spiele verloren, die ersten beiden Ligaspiele. Und auch in der letzten Saison hat es zum Ende nicht mehr so geklappt, sprich ab dem Zeitpunkt, wo wir auf Weltklasse umgestellt haben. Zumindest nach einem kurzen Auf, als wir Weltklasse gespielt haben, hat es dann wieder oder ist es wieder abgesunken und ist nicht mehr so gelaufen. Und ich weiß, mir macht es mittlerweile auch keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Und ich denke mal euch auch nicht, wenn wir hier dauernd auf den Sack kriegen. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar Folgendes, pass mal auf. Wir gehen mal rein in die Bundesliga. Und zwar habe ich mir gedacht, wir werden, wenn wir, also wir spielen jetzt erstmal immer auf Profi, außer wenn wir gegen einen der ersten 6 Mannschaften spielen. In dem Fall Schalke, Dortmund, Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg, Bayern. Wenn wir gegen einen von denen 6 spielen, dann spielen wir auf Weltklasse. Und wenn wir gegen die anderen spielen, die ganzen hinteren, dann auf Profi. Hat folgenden Hintergrund. Gegen Schalke musste dich eh mehr anstrengen. Von daher denke ich, passt das ganz gut, dass man dann da einen schwierigen Gegner hat. Und dann verliert man eben mal solche Spiele. Dann ist es auch nicht ganz so wild, ne? Ganz klar. Also gegen die ersten 6 gibt's Weltklasse, gegen die anderen Profi, deswegen, wir spielen gegen Köln, heißt, jetzt gibt's schon mal Profi. Also, so viel sei schon mal gesagt. Es ist der 3. Spieltag. Wir gehen gleich mal rein in den, Katalog. Nee, da möchte ich nicht rein. Ich wollte eigentlich, wie komme ich denn von hier in den Katalog, bitte? Auch nicht schlecht. Ich habe eigentlich X gedrückt auf dem Xbox-Controller, um in, um die Pressekonferenz durchzuführen. Naja, egal. Okay, dann machen wir es eben so. Gladbach gegen Köln. Das Spiel der Spiele steht also an. Es geht wieder richtig ab. Der 3. Spieltag jetzt halt mittlerweile. Und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich gleich mal rein, oder? Partie spielen. Aufgestellt müsste man soweit eigentlich noch sein, ne? Das müsste eigentlich passen. Passt mal auf. Und zwar... Ach ja, wir müssen ja jetzt auf Profi umstellen, ich Idiot. Profi. Wieso spielen wir um 10 Uhr abends? Ich möchte um 15.30 Uhr spielen, Bundesliga-Zeit. So, zurück. Okay, wer spielt noch nebenbei? Haben wir noch irgendwas? Ich würde sagen, wir hauen wir nee, alle nicht. Bayern, Schalke ist interessant, Dortmund, Hoffenheim, 60, Hamburg, klingt auch geil. Und Wolfsburg, Bremen, so. Okay, Ausstellung, Lappa, Eswein, Holtby, Hermann, Xhaka, Beister, Wendt, Papadopoulos, Dominguez, Jan, steht das Ding. Müsste alles passen, wir gehen rein, wir spielen auf Profi gegen den 1. FC Köln, gegen den Aufsteiger in einem Derby. Also jetzt geht's wieder zur Sache, Gladbach gegen Köln. Das Derby, das es jetzt endlich wieder in der Bundesliga gibt. Denn zuvor war Köln ja in Liga 2. Jetzt sind sie aufgestiegen. Jetzt wollen sie natürlich erstmal den Abstieg verhindern. Und wir wollen heute die ersten 3 Punkte holen. Wenn wir es ja heute nicht holen, ne, dann sind wir schon in einer kleinen Krise. Muss man ganz ehrlich sagen, 3 Spiele dann ohne Sieg zu Beginn ist kein guter Start in die Bundesliga-Saison 2013-2014. Deswegen auf geht's. Auf Profi also, wie gesagt, jetzt hat... Wie gesagt, wir stellen um, nur wenn es gegen die ersten, gegen die 6 besten Mannschaften der Liga geht, dann Weltklasse und dann versuchen wir mal heute gleich ein paar Pünktchen mitzunehmen. Am besten natürlich 3. Das muss das Ziel sein, gegen Köln, gegen den Aufsteiger. Wenn wir da nicht gewinnen, gegen wen dann? Und das war schon wieder ein schlechter Ball. Und die Kölner kommen über Clemens. Schöner Ball. Und weg, komm. Jawohl, gut gemacht. Schöner Ball. Lapa. Auf Eswein, Lapa G, komm. Jetzt, perfekt, schöner Ball auf Pinim Lapa. Der hat Platz, Pinim Lapa, schau mal in der Mitte, macht er gut. Und der ist nicht drin, Beister. Ich drücke wieder nach unten, dass er den Ball ins kurze Eck mehr oder weniger schiebt. Und das schafft er nicht. Also die nächste Riesenchance. Und es ist wieder die Chancenverwertung, die mangelhaft ist bei uns. Die uns manchmal die Punkte hier kostet oder schon oft die Punkte gekostet hat. Und auch so blöde Bälle hier. Wie jetzt der da. Und die Kölner kommen über Clemens. Auf Cheong Tse. Der Mann, der beim VfL Bochum auch aktiv war. Jetzt aufgepasst. Den haben wir perfekt rausgelaufen. Oh, und dann so ein schlechter Ball mal wieder. Und die Kölner kommen. Gut abgelaufen. Jawohl, perfekt. Und nach vorne das Ding. Ab der Fisch. Mlapa. Guter Ball. Jetzt gib Gas. Jetzt gib Gas, Junge. Jetzt lauf. Schöner Ball auf Eswein, aber da kann er sich nicht durchsetzen. Wenn es überhaupt Eswein war, ich glaube, es war schon wieder Holtby. Wie gesagt, die beiden, die werde ich jetzt, glaube ich, ein bisschen verwechseln vom Aussehen hier. Wenn es immer schnell geht. Das kriege ich aber auch noch irgendwann in den Griff. So, schöner Ball auf Pini Mlapa. Jetzt zieh. Mlapa hat Platz. Mlapa alleine vom Keeper. Mlapa wieder nicht drin. Es ist doch unglaublich. Es ist doch zum Kotzen. Die Bälle wollen nicht ins Tor. Kessler muss da nicht mal... Ja gut, er verkürzt den Winkel gut, aber trotzdem... Der Ball muss da rein von Pini Mlapa. Aber er will nicht rein und das ist das Problem. Meine Güte, meine Güte.
Unglaublich. Nächste Aktion. Komm, gleich den nächsten Angriff aufbauen. Aber doch nicht so. Was nimmt er denn den Ball da so umständlich mit? Schön abgegrätscht. Wieder die Kölner über Royer. Clemens. Gleich mal abgenommen. Und die haben ihn fast schon wieder. Oh. Ein normaler Ball, ne, wenn er mal ankommen würde. So, Hermann. Auf Mlapa. Jetzt zieh. Benil Mlapa schafft das da noch vorbei. Nicht ganz. Nicht ganz. Schade, schade. Auch den Kopfball gewinnen wir nicht. Und wieder die Kölner. Mit dem weiten Ball nach oben auf Chongtese. 23 Minuten sind gespielt. Noch ein recht lahmes Spiel. Und da wäre fast das 1-0 gefallen. Riesenchance für Köln. So, wir müssen mal ein bisschen offensiver agieren jetzt. Wir stehen so tief. Wir kommen nicht schnell genug raus. Also das Umschaltspiel ist noch sehr mangelhaft. Und wenn, dann kommt so ein Ball, ey Leute, ne? Wo ich nicht mal was dafür kann. Ich kann so leicht draufdrücken auf Spielen, wie ich will. Der spielt ihn trotzdem ins Aus. Es ist unglaublich. Es ist ein stinknormaler Ball auf 3 Metern, der da nicht ankommt. So, jetzt hat weiter. Hopp, nach unten gespielt. Schön auf Alex Esswein. Schöner Ball. In die Mitte auf Mlapa. Schön nach oben auf Holtby. Der hat jetzt mal Platz. Luis Holtby nimmt ihn sich nicht gut genug mit. Xhaka. Mlapa. Benil. Mlapa. Esswein. Das wird zu eng. Das ist zu eng. So, gut gemacht. Und dann gibt es aber den Vorteil. Meine Güte. Den werden wir eine Millisekunde vorher haben. Gut geklärt. Oh, aber auch da kommen wir nicht entschlossen genug zum Ball. Und wieso läuft jetzt da oben Dominguez raus? Den will ich gar nicht nehmen, weil es ist doch logisch, dass der dann den Ball da runter spielt. So, jetzt aber hopp. Hin zum Ball. Lass dich nicht ausschwanzen. So, und das Ding ist da. Gott sei Dank. 35 Minuten sind rum. Es ist noch überhaupt gar kein Topspiel. Also das ist echt ganz, ganz schwach, was wir spielen. Was Köln spielt sowieso. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Sondern wir müssen auf uns schauen und unsere Punkte mitnehmen. Auch der wäre schon wieder fast verloren gegangen, der Ball. Hermann, jetzt mal hat er Platz. Hermann, mit der Flanke. Esswein ist da. Schade. Und die Kölner können sich erstmal ein bisschen befreien. Mlapa. Oh, der spielt ihn genau in die Füße. Esswein. Schau, jetzt zieh ab und haus rein, das Ding. Nein, Kessler ist wieder da. Aber es läuft schon ein bisschen besser jetzt in den letzten paar Minuten. Beißt er mit der Ecke. Oh, auch schade, dass die nicht ankommt. Und Xhaka läuft da hinterher gegen Eichner. Kann sich den Ball nicht holen. Dortmund-Hoffenheim. 1:1 der Spielstand beim Deutschen Meister. Nee, Deutscher Meister ist ja Bayern. Zumindest und nach unserem Stand der Dinge. Wenn man jetzt mal von der letzten Saison in FIFA mit ausgeht. So, wieder die Kölner. Nach oben gespielt. Jabo. 44 Minuten sind rum. Es steht immer noch 0:0. Man merkt, selbst ich, was heißt selbst ich? Ich stecke in der Formkrise. Nicht nur die Spieler, sondern vor allem... Ich, und er ist drin. Und es ist doch unglaublich. Jabo, es ist die 45. Minute. Köln führt 1:0 gegen uns. Wieder so ein blödes Ding. Deswegen, da steht weit und breit da drüben keiner. Nur ein einziger Kölner und genau dem in den Fuß boxt er den Ball. Unglaublich. Also 1:0. Und das wird auch wahrscheinlich der Halbzeitstand erstmal sein. Außer wir können hier noch schnell einen Lucky Punch setzen. Schön nach oben gespielt auf Beister. Der nimmt ihn gut mit. Bring die Flanke rein, die war auch nicht schlecht. Wow. Was war denn das für eine Grätsche? So, Schlusspfiff, beziehungsweise Halbzeitpfiff in Gladbach. Wir liegen wieder zurück. Es ist das dritte Spiel in Folge, wo wir zurückliegen, wo wir keine Punkte Stand jetzt mitnehmen. Das wäre erbärmlich und das wäre überhaupt nicht gut. Und damit könnten wir oder müssten wir jetzt schon unsere Ziele so ein bisschen gerade rücken und ein bisschen ausgleichen. Weil ich meine, jetzt schon 9 Punkte dann hinter dem Tabellenplatz hinter dem, oder auf dem wir eigentlich kommen wollten, das kann nicht sein. Das kann auch nicht funktionieren dann am Ende. So, die Kölner kommen über Brezko. Wendt schiebt drauf, macht das gut und hat den Ball auch noch. So, Mlapa. So, aber jetzt wohin? Ich kann doch den Ball da nicht reinspielen, weil der kommt doch nie an. Janschke. Auf Holtby. Der ist auch nicht schnell genug am Ball. Spielt auf Mlapa. Der macht das stark. Auf Holtby. Und jetzt muss er rein. Und dann kommt er nicht mal an den Ball, weil er den wieder zu lang braucht, um ihn zu verarbeiten. Unglaublich. So, Ecke Hermann. Aber jetzt, komm. Dominguez. Nicht da. Der soll doch auf Mlapa, der Ball. Der soll doch auf Mlapa. Der hat freie Schussbahn. Mayo, 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 Mai. Strobel schickt Chongtese. Gut gemacht von Janschke. Verliert ihn wieder.
Royer. Hat viel Platz. Was macht er? Daniel Royer. Bringt die Flanke. Nochmal abgewehrt. Oh, und nicht dahin. Nach oben spielen. Nach oben. Für was habe ich den Knüppel bei der Xbox beim Controller? Mann. Immer noch 1-0. Es ist unglaublich. Draufschieben. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Ich habe jedes Mal den Ball und verlieren gleich wieder. Jetzt hat Esswein. Schön. Gib Gas. Alex. Esswein. Auf Napa. So, jetzt muss ich so machen. Sorry, aber sonst bringe ich hier das Ding nicht mehr rein. 1-1. 60. Minute. Pini Mlapa mit dem Ausgleich. Immerhin mal ein Törchen. Unglaublich. Mlapa macht's. Wunderschön. Gott sei Dank haut er den rein. Den, wenn er jetzt auch noch verschossen hätte, ne? Mein Lieber, dann wäre ja bei die Hölle los gewesen. Also, 1-1 der Spielstand gegen die Kölner. Jetzt muss hier mehr gehen. Komm, jetzt zeigen wir es unseren Fans. Xhaka. Schöner Ball auf Esswein. Auf Mlapa, meine ich. Da ist er wieder. Mlapa. Oh, schlechter Ball da oben. Und jetzt gibt's den Freistoß. Mlapa, ja, regt sich zurecht auf, meiner Meinung nach. Hab da auch kein Foulspiel gesehen. Und die Kölner kommen wieder über Brečko. Und den müssen wir doch jetzt mal kriegen. Ey, ich hasse das, wenn die da oben immer so rumspielen, ne, im Mittelfeld. So, jetzt komm, Xhaka, geh hin. Jawohl. Oh, und es ist wieder der Ball beim Kölner. Es ist unsere Hälfte. Wir stehen mit 100 Mann da hinten und der Ball springt jedes Mal zu dem Kölner. So, ups, da wollte ich nicht hinkommen. Egal, Hermann. Schöner Ball. Wieder Hermann. Wieder schöner Ball. Mlapa, lauf noch drauf. Macht er nicht. Und auch den haben wir nicht. Eieiei, 68. Minute, es läuft noch nicht so richtig rund, aber zumindest schon mal ein bisschen besser wie zuletzt. Holtby. Luis Holtby. Oh, jetzt soll ich gerade schießen, dann stellt er sich noch in den Weg. Clemens. Köln kommt nochmal. Jetzt ja, kein Tor kassieren hier. Jetzt ja, nichts kassieren. Es ist die 70. Minute und wir gehen erstmal rein und wechseln. Und zwar bringen wir jetzt mal Son vorne drin für Esswein und einen Rupp. Im linken Mittelfeld für Hermann. Zack. Nochmal frische Kräfte bringen. Jetzt hat schön mit der Hacke gespielt. Mlapa. Aber Köln macht das auch gar nicht so schlecht, muss man sagen. Sonst gegen die anderen war immer... Ach, das war scheiße. Gegen die anderen war wenigstens immer dann ein bisschen Platz über die Außen. Aber nicht mit Köln. So, die kommen wieder über Clemens. Lauf in der Mitte mit. Bitte. Oh, der kann sich durchtanken. Nein. Nein, nein. Jawohl. Weiter Ball. Und der kann ihn nicht annehmen. War aber auch zu schnell gespielt von mir. Mensch. Jetzt hat Xhaka. Zu weit vorgelegt. Ah. Es ist zum Verrücktwerden hier. Schöner Ball auf Esswein. Jetzt hat er Platz. Wolfsburg 1-0 gegen Bremen. Scheißegal. Esswein auf Mlapa. Schön auf Mlapa. Aber der kann den Ball noch vorbeispitzeln. Dann aber nicht. Gut genug aufs Tor bringen. 79. Minute. Immer noch 1-1. Die Bayern erhöhen auf 2-0. Zu Hause gegen Schalke 04. Ei. Mensch. Man bekommt den Ball nicht. Pass auf, Köln macht's jetzt. Köln macht's jetzt. Nein, Gott sei Dank. Weg das Ding. Schieb an. So, Mlapa. Wohin mit dem Ball? Schön auf Esswein. Und wo schickt er? Wie will er denn den schicken? Das kann doch nicht funktionieren. Das kann doch nie funktionieren. Nochmal Mlapa. Gut gemacht von... Gut gemacht. Was macht er jetzt denn? Gut gemacht. Komm. Boah, sag mal, ey. Man kriegt hier echt langsam das Kotzen. Egal, was man machen will, der Ball springt zum Gegner. Es ist unglaublich. Schau wieder. Es ist wieder. Der Ball ist wieder beim Gegner. Ich kann draufgehen, wie ich will. Der Ball ist beim Gegner, beziehungsweise gleich in unserem Tor. Mann. Jetzt der Wechsel. Endlich mal. Nach gefühlt einer halben Stunde. Hermann raus. Rupp rein. Und Son für Esswein rein. Für die letzten 10 Minuten. Ne, für die letzten 3 Minuten. Toll, den Wechsel hatten wir in der 70. und in der 87. wurde er durchgezogen. Auch nicht schlecht. Nochmal die Kölner über Strobel. Und er ist im Aus, beziehungsweise gibt Freistoß. War meiner Meinung nach wieder kein Foul. Aber wenn der Schiri meint, dann soll er halt mal pfeifen. Und der Freistoß, Clemens mit der Flanke. Hinten ist Strobel. Gut geklärt. Der rutscht auch wieder ins Aus, oder? Ne, den haben wir sogar mal noch. Wahnsinn. Wendt. Schön gespielt. Da ist Mlapa. Schöner weiter Ball. Jetzt hat auf Heung-Min Son. Jetzt hat er Platz. Heung-Min Son.
Aber was macht er draus? Nichts macht er draus. Unglaublich, ey. So gewinnen wir gar kein Spiel in der Liga. 1:1 der Spielstand gegen Köln am dritten Spieltag. Sogar auf Profi wird's nix. Esswein da nochmal mit einer schönen Chance, aber das ist überhaupt noch gar nichts. Ich bin überhaupt noch nicht in Form. Mlapa mit einer 8,7 der beste Mann. Esswein mit einer 8,1, aber der Rest zum Vergessen. Also ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, trotzdem Daumen hoch. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Badeschlappen und dann hoffentlich mit einem Sieg. Wann, wenn nicht in der nächsten Woche, wann denn dann? Also dann, bis in der nächsten Woche, euer Badeschlappen. Servus!